Das Recruiting Mindset. Willkommen zu einer neuen Folge mit deinen Gastgebern Thorsten Plöser und Florian Grossart. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr nachhaltig und erfolgreich eure Mitarbeiter aufbauen könnt. Wir teilen Karrieregeschichten und Insider-Tipps von echten Experten, um euch zu inspirieren und euch wertvolle Einblicke in die Welt des Recruitings zu geben. Macht euch bereit für jede Menge neues Wissen und Inspiration. Ich will die Zahl von euch wissen. Da haben die gerechnet, gemacht, getan und so weiter. Dann haben die gesagt, alright, wenn die Jungs 5 Millionen Dollar Sales machen im ersten Jahr, 5 Millionen, dann ist es für uns schon cool. Dann übernehmen wir das. Mhm. Okay, cool. Dann bin ich hingegangen, habe mit denen geredet, habe mir den ganzen Plan angeschaut, alles drum und dran. Ende der Geschichte, bin ich zu dem CEO gegangen, habe ich gesagt, pass auf, hier ist der Deal, wir machen einen Vertrag, 750.000 Dollar, ihr covert das, wenn die 5 Millionen machen. Wenn die es nicht machen, cover ich das. So, das meine ich mit Ei auf den Tisch. So, Risiko eingehen. Das ist halt etwas, das... Wo ist das Risiko? Ich habe es gerade gefragt. Das Risiko, Alter, ist... Ja, Wahnsinn, natürlich, ja, genau. Wahnsinn. So, und jetzt überleg das mal. So, und es gab mehrere solche Situationen in unserem Leben. Wir haben auch mal einen Veranstaltungsvertrag unterschrieben, viel, viel, viel früher, über 120.000 Euro, was damals die Welt war. Und wenn das nicht geklappt hätte... Ja, aber auch, also Daniel, Respekt, aber die ganzen Sachen, die jetzt in der Geschichte gesteckt haben, das ist ja, glaube ich, für viele jetzt natürlich, ich hoffe, ihr habt das alles mitbekommen, ja, wenn nicht, wie Thorsten schon gesagt hat, bitte zurückspulen, ja. Also bereit sein zu investieren, immer eine positive Erwartungshaltung, aktiver Glaube. Ignoriere, dass es unmöglich ist und mach einfach einen Schritt weiter, weil es ist wie Fahren im Nebel. Du kannst nicht von hier bis zum Ziel sehen, aber du kannst die nächsten 10 Meter sehen. Und das Problem ist, alle Menschen oder viele Menschen sagen, naja, ich weiß ja nicht, wie das geht. Ich weiß ja nicht, wie ich da hinkomme. Naja, das Problem kann ich nicht lösen. Aber hast du einen Schritt, dann geh doch den einen Schritt und schau nochmal. Genau. Es eröffnet sich ein klein bisschen weiter. Ja, und manchmal einfach, man kann auch mal das Problem ignorieren und einfach schon mal alles andere klären. Es gibt immer unendlich viele Möglichkeiten, das zu lösen. Und anyways, so war das auf jeden Fall. Und dann kam der Tag. Und wir haben 667.000 Vertriebspartner per SQL-Datenbank integriert in einem Tag. 667.000 Accounts, da waren natürlich Hunde, Katzen, alles mit dabei. Egal, also, aber das war eine fette Vertriebsorga. Die haben wir integriert per Datenbank overnight. Und dann haben wir in den ersten, frage mich nicht, 20 Tagen 2,4 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Und wow. Das erste Event waren 7.000 Leute in Kairo und das zweite Event waren 24.000 Leute im Stadion. Das muss man sich mal vorstellen. Und was war das nächste? Plötzlich, alles dupliziert sich, alles wiederholt sich. Die waren Company-Owner, wen kannten die? Andere Company-Owner. Genau. Eine Frau, die schwanger ist, wen kennt die? Andere Schwangere. Logisch. Ein Vertriebler, was kennt der? Andere Vertriebler. Logisch. So, plötzlich ist diese Firma, die dort unten bekannt war, zu uns gekommen. Was haben die anderen Firmen-Owner gedacht? Wie? Hä? Wieso? Warum? Können wir mal ein Meeting haben? Ja, so läuft das. Du ziehst es an, dann, so, ja. Und dann haben wir die nächste Company geholt. Und die nächste. Das war die größte. Aber hey, ich nehme auch 7.000 Leute, die eine Creme verkaufen und ich nehme auch 15.000 Leute, die Staubsauger verkaufen und eine Firma, die irgendwie handgemachte Kleidung verkauft, ist mir doch egal. Weil wo ich wirklich gut drin bin, ist die Menschen zu erreichen. Bringen sie einfach in den Raum und lass uns eine neue Vision kreieren und lass uns gemeinsam arbeiten. Am Ende des Tages will jeder ein Ziel erreichen. Absolut. So, und that's it. Und diese Story ist ein gutes Beispiel dafür, weil es viele Dinge beinhaltet. Zum Beispiel größer denken. Du musst einfach nochmal größer denken. Frag dich mal, wie es aussehen würde. Lass es stehen. Geh die Steps mal durch. Dann das Thema, wie du mit diesen Challenges-Problemen umgehst. Dann das Thema, wie du mit dem Risiko umgehst. Da sind, und das waren ja nur, was ich erzählt habe, es waren along the way bei diesem einen Deal bestimmt 10, 12 Punkte, wo jeder normal denkende Mensch ausgestiegen wäre. Sofort, oh, nee, sorry. Ja. Die meisten haben beim Ticket schon ausgestiegen. Ja, mehr mache ich nicht. Aber hätte ich die Jungs gesagt, hey, die Firma leitet euch einen Echo, dann hätten die gesagt, naja, scheiß drauf, ich habe keinen Bock, 16 Stunden da zu sitzen. Mhm. So, das ist das Ding. So, und ich glaube, das ist am Ende des Tages sind einige Learnings zu dem Thema. Ja, ich weiß gerade gar nicht, ich habe jetzt folgendes Problem. Ich weiß gerade gar nicht, was mich hier gerade am meisten weiterbringt von den Sachen, die da waren. Also von den Problemen, was ich ja auch immer sage, das finde ich mega. Mach doch mal, wenn du auf dem Weg dahin bist, wenn du dich committed hast, wenn du den ersten Schritt machst, dann passieren Wunder. Der No-Man, ne, der einfach rausgeht, dann passieren Wunder. Und es sind Wunder, du kannst es nicht erklären. Du hast es nicht in der Verantwortung, Gesetz der Anziehung. Das sind diese universellen Gesetze. Ganz genau, nennst, wie du willst. Es ist nicht mathematisch nachweisbar, fertig. Ne? Und das unterschätzt, beste Beispiel. Das machen wir in vielen Folgen bei uns, Daniel, ja, dass wir das halt auch behandeln, auch mit anderen Leuten. Das können sich Menschen nicht vorstellen, wie du ja auch gesagt hast. Die kennen das nicht. Die sagen, das ist Humbug, das gibt's nicht. Ja. Nein, ist nicht. Es läuft so.
Ja, und das muss man einfach verstehen. Du sagtest, du willst nochmal auf die Thematik wegen Bühne, Hashtag Bühne, irgendwas. Geil, da? Das habe ich jetzt direkt vergessen. Okay, sehr geiler Tipp für alle hier, die rekrutieren wollen. Ja. Okay? Wirklich ein Game Changer. Also, weil das ist einer der großen Faktoren, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, weshalb ich da bin, wo ich bin. Okay? Cool. Als wir vorhin reingekommen sind, haben wir uns ja kurz unterhalten. Genau. Und da hast du gesagt, boah, der hier feiert dich kennt ja fast jeder hier. Okay, lass uns mal darüber reden. Wieso eigentlich? Ich lebe seit über 10 Jahren nicht mehr in Deutschland. Stimmt. Klar, ich habe ein geiles Resultat erzielt, aber das weiß ja jetzt auch erstmal per se nicht sofort jeder. Also wieso weiß es, ich sag mal nicht jeder, aber wieso wissen es so viele Leute? Ja. Weil du irgendwie immer davon hörst. Du hörst es hier bei Dirk Kräuter, du hörst es hier bei Marc Galal, du hörst es hier bei Eric Worre, du hörst es hier bei Rekrutier, du hörst es hier jetzt bei euch, du hörst es plötzlich dort auf dem Podcast, du hörst es auf dieser damals noch auf Print-CDs von Robert Pauli, überleg mal. Krass. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein System dahinter. Und die Idee ist folgende. Mhm. Es hat alles damit angefangen. Ich bin 19 Jahre, renne mit meinem Rucksack auf dem Seminar rum und habe so einen Notizblock und frage alle Führungskräfte, wie machst du das, wie machst du das, wie machst du das? Und ich schreibe alles auf und ich bin so dieser nervige Junge, der alles wissen will. Ja? Der mal zieht so, hey. Genau. Und eines Tages war Robert Pauli da. Robert Pauli war damals, der war the man im Network Marketing. Der war mlminfo.de oder so. Der hat einen CD-Shop gehabt und Bücher verkauft und so weiter. Ja? So, das war so der Support-Guy für Networker. Ja? Und überleg mal, ich, Robert Pauli treffen, wow. Ja? Und ich habe ihn natürlich alles gefragt. Und irgendwie fand er mich... weiß nicht, also süß ist jetzt das falsche Wort, aber der war so, das ist ja mal ein guter Junge, der ist ja mal hungrig, ne? So, und da hat er sich irgendwie an mich erinnert, weil ich ihn halt so genervt hatte und so weiter, ja? So, und ein bisschen später habe ich dann, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ist lange her, wie auch immer, habe ich dann 5000 Euro verdient. So, und irgendwie hat er das gehört, fragt mich nicht wie. Geil. Okay. Und eines Tages ruft er mich an, der Robert, und sagt, der Daniel, das ist ja der Hammer, ich habe gehört hier, du machst 5000 Euro im Monat jetzt. Das ist ja Wahnsinn, Glückwunsch. Ich erinnere mich noch, du bist damals mit dem Rucksack und dem Notizzettel rumgerannt. Hat der im Kopf gehabt, aber. Good stuff, so. Und dann sage ich, hey, danke, boah, Wahnsinn, dass du mich anrufst und so weiter, sau cool. Und dann meinte er, hey, guck mal, ich habe eine Idee, ich habe doch hier so eine Community an Leuten und ich würde gerne mal eine CD machen. Wäre das cool, so ein Interview, so eine CD und so weiter. Das war mein allererstes Mal. So, und dann sagt er, und dann sage ich, ja, klar, können wir machen, lass es gerne machen. Dann haben wir uns getroffen. Das Motel, ja, haben uns in der Lobby gesetzt, haben so ein kleines Steckmikro, ja, und hat er ein Interview gemacht und hat eine CD draus gebrannt und hat er ein Newsletter geschickt an seine Kunden damals, sagt so, hey, wir haben ein neues Interview, Youngster, was auch immer, hier 5000 Euro Network Marketing und so weiter, bla bla, hat er die CD verkauft. So, ich habe da nichts für bekommen, gar nichts. Sorry. Aber er hat natürlich das, so, what next thing happens, so 20, 30 Leute haben mir geschrieben. Hey, ich habe die CD von Robert Pauli gekauft. Das klang ja spannend, was du da erzählt hast und so weiter und so weiter und so fort. Und ich dachte, wow, das ist ja spannend. Und einer meiner besten Kumpels heute, die ich heute habe in meinem Leben, hat sich damals auf diese CD gemeldet. War einer davon. Der war damals bei so einem Kosmetikvertrieb. Der hat auf Teneriffa gelebt, hat 17 Leute gesponsert. Ja, was damals eine voll Riesenzahl war. Oh Gott, ich habe 17 Leute gesponsert. Ja. So, aber irgendwie, also ich verdiene keine 5000 Euro. Dann sag ich, ja, Bro, keine Ahnung, dann lass mal reden, so und so weiter. Und das, so ging das los. Der, auch Riesenstory, der ist dann auch mit uns nach Dubai gezogen, irgendwann viele Jahre später und ach, alles drum und dran. Auf jeden Fall, hier ist das Learning daraus. Du hast eigentlich schon alles, was du brauchst. Das Ding ist nur, was zwischen dir und dem Erfolg steht, ist, dass 1 Million Menschen deine Story hören. Mhm. Wenn ich eine Sendezeit kriegen würde, gib mir 10 Minuten und 20 Millionen Menschen würden das hören, die 10 Minuten. That's it, done. Dann ist es vorbei. Ich brauche nur Sendezeit. Versteht ihr, was ich meine? Ja, jeder ja. von uns braucht nur Sendezeit. Jeder Vertriebler, jeder Sales-Mensch, jeder Mensch, der eine Company hat, jeder, der eine Vision verkauft, jeder, der rekrutieren will, braucht eigentlich nur Sendezeit. Du musst nur, dass Leute dich sehen können. So, und dann habe ich angefangen, bewusst das zu nutzen. Und ich habe ja vorhin erzählt, ich bin immer auf die Seminare gegangen. Mhm. Es ist ein Riesenunterschied, ob du dich erst aufs Seminar hinsetzt und machst gar nichts. Du chillst dich einfach in deinen Stuhl und hörst zu und bist einfach so, ich sag jetzt mal fast introvertiert, ja, hörst einfach zu, machst das Seminar, gehst nach Hause. Hier ist das Ding, ich bin introvertiert, glaubt kein Mensch. Aber wenn du mich persönlich kennst, ich bin derjenige, der, wenn ich jetzt auf so einem Seminar war, viele Leute, ich muss irgendwann einfach ins Zimmer und an die Wand gucken. Meine Frau versteht es gar nicht, die ist Italienerin, ja, die bleibt bis nachts um 3. Ja. Die kommt da rein, Baby, is everything okay? Sag ich, ja, ist alles okay, ich muss einfach nur ich und die Wand, ja, ein bisschen Energie aufladen, so, ja. So, und, aber ich habe das gemerkt irgendwann, dass wenn ich nicht anfange,
Hallo zu sagen zu dem rechts und Hallo sagen zu dem links, passiert nichts. Dann passiert nichts. So. Und, oder auch, wenn der vorne eine Frage stellt, ich bin nur Teilnehmer. Ja, wer, ich brauche mal einen Freiwilligen. Hey Bro, du bist im Vertrieb, meld dich. Ich, nimm mich nach vorne. Lass mich das Beispiel vorlesen, lass mich das machen. Ja, ich erzähle ganz kurz, warum ich hier bin. Ja, wer will mal kurz erzählen, warum er hier ist? Hier, ich, ja, ja. Ich will es erzählen. Like, gib mir Sendezeit, guck alle Augen auf mich. Geil, ja? Geil. Und nicht, weil ich Ego bin, sondern weil ich brauche die Sendezeit. Ich muss, dass die Leute mich sehen. So, und das habe ich irgendwann gecheckt, auch auf den Seminaren. Und dann bin ich bewusst mit dem Ziel auf die Seminare. Ich habe das gelernt. Ich habe übrigens nie die Party gecrashed. Ich war nie ein unangenehmer Gast, im Gegenteil. Ich war eigentlich der, den sich jeder da vorne, bei wem auch immer seine Show, das war eigentlich, was ich gewünscht hätte. Mhm. Ich habe mitgemacht, ich habe den Speaker-Indoor also aufgebaut, ich habe nur positiv gesprochen, ich war geil mit den Leuten, drumherum und alles, aber ich war sichtbar. That's the point. So, und dann bin ich weiter. Dann habe ich gedacht, okay, wie ziehe ich mich an, wenn ich da hingehe? Macht einen Unterschied. Ich bin früher da einfach hin, ach, das ist ja Freizeit. No, wait a minute. Offstage ist onstage. Ja? Was ziehe ich an? Wie verhalte ich mich? Bin ich angenehm, wenn ich mit den Leuten spreche oder nicht? Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wie ist der Raum voll geworden? Wer hat den Raum, wer hat die Tickets verkauft? Wer ist der Vertrieb hier? Wer ist der Beste bei euch? Er hat am meisten Tickets verkauft, dich lade ich auf einen Kaffee ein. Alle Kollegen haben gesagt, du bist der Geilste. Geil. Relationship aufbauen. Absolut. So, und da gab es so Momente, wo ich wirklich meine innere Introvertiertheit zu überwinden musste. Ich werde nie vergessen, dieses eine Beispiel. Ich bin in Bad Soden im Hotel, bei einer Veranstaltung und es ist Mittagspause. Es war so ein nerviger Tag irgendwie, ja. Es ist ja nicht immer alles so. Und ich denke mir so, weißt du, jetzt einfach, komm, setz dich ins Auto, fahr irgendwo hin und ess einfach mal was in Ruhe und easy. Und dann gucke ich so in diese Hotelbar, wo alle gegessen haben, oder Hotelrestaurant. Und das war, ist jetzt lange her, ja, wo das auch noch, wo ich mir noch gedacht habe, ach, ein Hotel ist viel zu teuer. Da zahle ich 28 Euro für dieses Lunchbuffet. Mhm. Ja, da fahre ich zu Best Washed in Town, zahle 8 Euro, es ist geiler und habe meine Ruhe. So, ganz offen gesprochen, ja, so. Und dann weiß ich noch der Moment, wo ich sagen wollte, komm, scheiß drauf, ich fahre jetzt einfach weg. Und dann habe ich gesagt, nein, du baust jetzt ein Business auf. So, und dann bin ich reingegangen, habe 28 Euro bezahlt für das Lunchmenü, was ich nicht haben wollte. Habe mich umgeschaut und da war so verlockend, wie vom Teufel selbst, ja. Verlockend, ein Tisch in der Ecke, ganz alleine, schön im Fenster. Ja, so schön, lass mich alle in Ruhe. Und der hat mich angelächelt, der Tisch. Und ich sag so, ha, das wäre mein Tisch. Ja, so. Voll. Und da war ein Tisch mit 8 Leuten, 7 Stühle voll und einer frei. Und ich sage, alles klar, komm. Und jetzt und ich gerne sage, hey Jungs, ist der Platz noch frei? Ja, setz dich hin. Ich so, okay. King. Hingesetzt, fast forward, von den 7 Leuten sind 4 in mein Business gestartet später. Krank. Und das ist so ein geiles Beispiel. Also ich habe das gelernt, bewusst, du musst interagieren, kommunizieren, Fragen stellen. Und dann introvertierte Menschen, das ist auch noch ein geiler Tipp. Ich habe dann angefangen, das zu lernen, was ich frage. Aber ich habe nicht gefragt, was ich wirklich wissen wollte. Ich habe gefragt, weil es so eine Strategie war. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Das ist alles so leer. So eine leere Konversation. Und da habe ich für mich einen Weg gefunden, wie es mich interessiert. Und jetzt habe ich nur noch ein Ziel, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich mit jemandem spreche. Ich will deine Story wissen. Erzähl mir deine Story. Erzähl mir deine Story. Ja, genau. Aber ich habe doch gar keine Story. Doch, doch, erzähl mir deine Story. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie bist du hergekommen? Und das ist super interessant. Und jetzt interessiert es mich wirklich. Und er erzählt von sich. Ist die geilste Konversation ever. Absolut bei dir. Weißt du, ich meine? So, ja, nach diesem Podcast Hölle. Hier, ja. Jetzt, oder nach dieser Sendung, sorry, ich bin der am meisten happy ist gerade. Warum? Genau. Ich erzähle meine Story. Das ist voll geil, weil ich rede über mich und jeder Mensch macht das gerne. Ja. Genau. Absolut bei dir. Das ist der Punkt, weil, also das waren ja auch wieder krasse Nuggets, ja, wo man verstehen muss, dass genau dein Redeanteil muss gering sein, der andere erzählt genau, der andere nur. Und pass auf, im Nachhinein, das, was du sagst, sagt der hier, oh, war aber ein geiles Gespräch, ist ein cooler Typ. Und du überlegst so, ich hab dir gar nichts erzählt. Weißt du, so vollkommen bei dir. Und das ist das Ding. Und so geht es jetzt Step für Step. Dann die Leute vergessen die Sprecher. Alle reden mit allen, niemand redet mit dem Sprecher. Der steht manchmal vorne alleine auf der Bühne. Alle denken, oh, der ist untouchable. Warum denn? Red doch mit ihm. Aber du darfst dich nicht kleiner fühlen als er. Ich weiß, es ist ein Prozess. Es ist auch bei mir so gewesen. Aber am Ende des Tages, nur hab dieses Verständnis. Und dann such bewusst, wo ist meine Audience? Wer hat die Audience? Das heißt, und ganz, ganz klar, ganz offen, wir helfen uns hier gegenseitig. Als ihr mir geschrieben habt, hey Daniel, kommst du her? Yes! Du siehst auch so, ich habe auch, wir müssen ihn fragen, weil er ist ein cooler Typ, ich folge ihm schon lange. Das, was er geschaffen hat, ist geisteskrank für die Community. Und jetzt muss man ehrlich sein, bei uns hängen ja auch ein paar Leute mit drauf. So, die sehen dich ja, wir verlinken ja auch dein Profil etc. So läuft das. Genau, und das ist halt wirklich mein Tipp an jeden Einzelnen, der rekrutiert. Werd sichtbar, connecte dich, sei interessiert, versuche nicht interessant zu sein, sei interessiert.
frag die Menschen und versuch so vor so viele Augen und Ohren wie nur möglich zu kommen. Ja, und that's it. Und dann brauchst du eigentlich nur vom Herzen erzählen, deine Story, das, was dich wirklich bewegt. Geh ruhig tief, das, was dich wirklich antreibt, das, was die Leute interessiert. Und du musst, und das war ja bei dir der Fall, und das ist ja für viele so eine, ja, nicht Hemmung, aber Problem, du musst aus der Komfortzone raus. Absolut. Ja. Das ist ja das, was du erzählt hast. Absolut, ja. Nicht den Tisch da in der Ecke, sondern ich setze mich ja zu den Jungs und Mädels da an den Tisch. Das ist es. Und das trauen sich viele nicht, aber genau das ist der Key, wie du es sagst. Das ist richtig, Die vierte Staffel, direkt zu Beginn hat er quasi die restlichen dreimal zusammengefasst, so mit allen. Ja, jedes Ding, was wir euch immer predigen, ist hier gerade rausgehauen worden. Ne? Ja. Vom Mindset. Was ist eine der meistgestellten Fragen bei uns? Ja, ich will die ja nicht nerven, ich will mich da nicht aufdrängen. Genau. What the fuck, warum denkst du so? Ja. Ne? Das ist der Punkt dabei. Und du hast wirklich Stück für Stück hier die Leute abgeholt und Folge für Folge quasi. Wenn du jetzt noch über Sportsponsoring erzählst, haben wir, glaube ich, alles durch, ne? Was wir jemals gemacht haben. Aber zum Schluss denke ich, noch im zweiten Teil, glaube ich. Ja, sind wir noch. Aber ja, wir könnten es jetzt sprengen, gar keine Frage. Aber hau doch nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch so ein paar Facts raus. Ich weiß ja, wie groß auch deine Community, dein Unternehmen ist, damit die Leute, also du hast schon ein paar Zahlen genannt, aber ich glaube, das muss man ja auch ganz klar sagen, das ist schon krank, wie ihr das gemacht habt. Ich glaube, das interessiert jetzt auch nochmal viele. Ja, also jetzt erstmal vom Business her, also wir haben in den letzten 12 Jahren die Orga, die wir aufgebaut haben, hat am Ende Umsatz gemacht, also am Ende sage ich jetzt, weil wir jetzt gerade ein neues Unternehmen gestartet haben. Ja, okay, genau. Das ist also ein New Beginning, New Moment, ja. Also wenn einer hier sieht und sagt, hey, I need a new moment, this is the moment. Wir verlinken alles, This is the moment. Wir starten was sehr, sehr, sehr sick ist, aber nur mal kurz, um diese Größe zu beschreiben, also wir haben Umsatz, 123 Länder Umsatz, wo sie reinkommt, also wirklich global. Ja, davon sind fast 20 Länder, sagen wir 18 Länder dabei, die über $100,000 im Monat Umsatz gemacht haben. Mhm. Und 7 Länder, die mehr als 1 Million Umsatz im Monat gemacht haben, manche auch 2, pro Land in der Orga. Ja, als Beispiel einfach. Und dann, wie gesagt, Commissions habe ich schon gesagt. Der beste Monat, den wir bisher hatten. Also ich arbeite Business mit einer Frau zusammen. Ja, und das ist auch nochmal ein kompletter Gamechanger. Meine Frau hat mir so viel geholfen, gerade vom Mindset, da können wir vielleicht mal separat drüber reden. Ganz, ganz krass, weil ich bin ohne Geld aufgewachsen, sie ist mit Geld aufgewachsen. Oh. Das ist fast your rich dad, poor dad story, ja? So, aber im House of Fire, ja? So, und da gab es diese Szenen, wo wir zusammenkamen und ich habe ungefähr so 30.000, 35.000 Euro verdient, hatte einen Porsche, ein Penthouse, habe in Königstein gewohnt hier bei Frankfurt, ja? Und ich dachte mir so, hey, I'm living the network marketing dream. Und sie kommt zu und sagt, hey, wenn wir nach Dubai wollen, dann müssen wir aber auch anfangen, Geld zu verdienen. Da sage ich, wie? Wir verdienen noch Geld. Sagt sie, hey, Baby, wir müssen schon, also, wir müssen schon Geld verdienen. Da sage ich, ich bin neugierig. Was heißt denn das? So, wie viel Geld sprechen wir denn, Schatz? Ja. So. Und wirklich, die Szene gab es. Und dann sagt sie, naja, also wenigstens mal 100.000 im Monat. Ich sage, 100.000 im Monat? Wenigstens. Wofür? Ja, wofür? Dann sagt sie, ey, wir haben 3 Kids. Die gehen nicht auf eine öffentliche Schule. Wir brauchen Fahrer. Wir brauchen 2 Mates. Ich sage, nicht so 2. Ich war noch nicht mal bei einer. Sie hat 2 Mates. Dann sagt sie ja, wir ziehen auch bestimmt nicht nach Dubai und gehen in irgendeine Gegend, wo nicht die Leute sind, die mit denen wir sein wollen. Du bist jetzt einmal billig, also cheap, du bist jetzt einmal, du sparst jetzt einmal Geld, gehst irgendwo in eine Ding und dann hast du die ganzen Middle-Class-Families um dich rum, da wollen wir gar nicht sein. Dann steckst du da erstmal, dann wohnst du da. Never ever. So, wir haben das richtige Haus, die richtige Location, die richtige Stuff und wenn du lernen möchtest, wie man Menschen hostet, ich denke, du willst wachsen. Wir müssen Leute einfliegen, wir müssen reisen, wir müssen hosten, wir müssen Partys machen. Das haut sie raus alles, ne? Alles drin. Wir brauchen Deko, wir brauchen Stuff organisiert. Wir haben heute 9 Menschen, die für unsere Family arbeiten. 9 Menschen. Also wir haben Mates, aber wir haben auch die Leute, die Hausmanager machen. Und wenn die Deko kommt und das Catering organisiert und alles. Also damit du auch den Kopf frei hast, das ist wie, also rekruten wie ein Unternehmen praktisch. Weißt du, was ich meine? So, und wenn du das machen möchtest, dann müssen wir mehr Geld verdienen. Oder wir sagen, nö, dann brauchen wir das aber auch alles nicht. Dann sag ich, nee, doch, wir brauchen das schon. Und du dann? Ja, klar. Ja, genau. So. Und, aber dann habe ich mal mit mir selber kurz mit mir hingesetzt und gesagt, okay, wie soll denn das funktionieren? Das war so nicht, hey, wir müssen Gas geben, 20% mehr machen als vorher. Nee, nee, wir müssen Gas geben und müssen mindestens mal verdreifachen, was wir noch nie gemacht haben und geil. Das bitte jeden Monat. Geil. So, und dann habe ich gesagt, okay, wie müsste dein Business aussehen? Mit welcher Verantwortung müsstest du rangehen an die Sache? Was kannst du nicht mehr tolerieren? Für was hast du keine Zeit mehr? Was kannst du einfach nicht... Weil du bekommst, was du tolerierst. Das ist der geilste Quote von Tony Robbins. Ja. Du bekommst, was du tolerierst. Und wenn du das tolerierst, dass du nur 30.000 Euro verdienst, bekommst du's. Dann bekommst du auch 30.000 Euro.
So, das ist das Ding. Und noch ein Zitat von Grant Cardone, und ich liebe ihn dafür. Grant, ja. Er sagt, 30.000 Euro ist nicht dein Problem, 30 Millionen ist dein Problem. Well, there we go. Aber da siehst du, in was für Sphären die denken. Exactly, that's it. So, jetzt denkst du um und mach das doch mal. Nimm mal die Zahl und mach die so viel größer, dass du keinen Weg mehr hast, dahin zu kommen. So, und jetzt fängst du wirklich an zu deconstructen. Ja. Jetzt bist du zurück zum jährlichen iPhone-Advertising, wo dann der Tim Cook jetzt heutzutage sagt, to invent the new iPhone, we have to deconstruct everything we've done before and do it again. Und dann ist am Ende das selbe Telefon, aber das ist eine andere Story. Du musst mal von ground up nochmal ganz neu, nochmal neu alles zusammensetzen und dann geht's aber plötzlich. Dann hast du einen anderen Ansatz. Ja? So, wie kamen wir darauf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Frau hat einen riesen Impact gemacht, auch menschlich, wie sie liebt Menschen, sie ist extrovertiert, sie baut Menschen auf, sie glaubt an Menschen. Ich war der zynisch war, ja, die meisten machen eh kein Geld. Yeah. Die meisten, 9 von 10 schaffen es nicht, Schatz. Wusstest du das nicht? So, ich war mal so drauf, eine Zeit lang. Nicht, weil ich böse sein wollte, für mich war einfach so, dein Glaubenssatz, naja, ne? Wahrscheinlich wird er es nicht... Ja, was Glaubenssätze, ja. Aber das ist ein Desaster, wenn du so denkst. Ja, definitiv. Wenn du Leute reinbringst und denkst, ja, wahrscheinlich wird es eh nicht schaffen, um Gottes Willen. Du schaffst das auch nicht. Dann hat meine Frau mir mal verbal irgendwann eine richtig gegeben und hat gesagt, pass mal auf, denn es ist dein Job, dass sein Glaube steigt. Mhm. Nicht sein Job, ihn davon zu überzeugen, dass er einer von 10 war. Wow. Deep Shit. Deep Shit gerade. Deep Shit gerade. Wow. Genau. Da war Ruhe. Geil. Das sind so Dinger, ja. Und ich habe echt vergessen, wie wir drauf kamen. Ich habe es total vergessen. Aber anyways, das war halt... Über die Stage-Geschichte sind wir eigentlich mal eingestiegen, ne? Achso, genau. Ja, ja. Und dann, achso, wo wir heute sind, genau. Genau, ja. Das ist halt so ein Ding. Ja, und so Lifestyle-technisch vielleicht auch nochmal so ein bisschen... Ja, hau raus, hau raus. Auch spannend. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt einfach schon nicht schlecht mittlerweile. Also, wenn wir jetzt irgendwo hinfliegen, also fliegen halt... Wenn wir von Dubai aus fliegen, fliegen wir mit Emirates. Immer First Class. First, ja. Ab und zu mal Business, aber selten. Meistens First. Das ist schon geil. Du hast deine eigene Suite, bring dir dein Essen on demand, wie du möchtest. Du kannst duschen, du kriegst einen Schlafanzug. Manchmal, wenn wir 16 Stunden fliegen, dann denken wir, warum ist der Flug eigentlich nicht länger? Wahnsinn. Weil es ist eigentlich auch geil. Ja, also ich habe schon schlechter gewohnt, wenn ich das so höre. Ne? Ja, ja. Aber es ist schon mega. Sternenhimmel am Abend in dem Flieger und so. Das ist immer so unser Holiday eigentlich fast schon, im Emirates zu sein. Und dann auch alles, der ganze Prozess. Wir werden abgeholt, das Gepäck wird eingecheckt, wir werden zum VIP-Terminal gefahren. Wir brauchen nicht uns groß irgendwie Gedanken machen. Oder auch andere Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwo hinfliegen möchte und es gibt die Verbindung nicht, dann buche ich halt einfach einen Jet und dann gibt es die Verbindung. Machst du selber, ja, ja, klar. Ja, so, und das ist natürlich eine Geschichte, das war natürlich vorher nicht so. Ja? So, oder dann hatten wir diese Vision, zum Beispiel in Dubai, überleg mal, wir sind hingekommen und zu der Convo eben, und wollten halt in eine gute Lage. Mhm. So. Und wir sind dann, haben uns entschieden, nach Jumeirah Islands zu gehen. Mhm. Jumeirah Islands ist nicht das allerbeste, mittlerweile gibt es auch noch an, aber es ist schon sehr weit oben. Also ich gebe euch ein Beispiel, der Inhaber von Telegram ist jetzt einer unserer Nachbarn gerade. Ich kenne ihn nicht, leider, aber er ist gerade in unsere Community gezogen, war gerade im Artikel. Also nur, wenn der fährt auch ein Bugatti und hat wahrscheinlich die interessantesten Konversationen dieser Erde in seiner App. So. Und auf jeden Fall, not bad. Ja, so, also nur um so ein Feeling zu kriegen. Aber wir haben natürlich gemietet. Mhm. So, überleg mal. Und es gab einen Moment, da war es tough, so nach dem ersten Jahr. Ich weiß noch genau, wir haben Miete bezahlt, ich weiß es noch, 360.000 Dirham. Das sind ungefähr 100.000 Dollar im Jahr am Anfang. Mhm. So. Und nur nackt. So. Und wir sind nach einem Jahr umgezogen in ein anderes Haus in dieser Community, weil wir echt gestruggelt haben, das zu bezahlen. Die Kids sind am Anfang nicht in die Schule gegangen. Wahnsinn. Das weiß auch keiner. Wir haben gesagt, hey, wir machen Homeschooling mit den Kids und so weiter. Haben wir auch, aber nicht, weil es cool war, sondern weil wir die Schule nicht zahlen konnten. So. Mhm. Und da hat ein Mädel von der Church, hat die zu Hause ein bisschen unterrichtet. Es ist immer, wie stellst du es dar? Die Wahrheit war, wir konnten Schule nicht zahlen. Wahnsinn. So. Aber wir haben Homeschooling gemacht mit denen. Ja, so. Nur, um es auch ein bisschen so zu verstehen. So, jetzt pass auf. Das Haus, wo wir dann hingezogen sind, weil wir uns die Miete nicht leisten konnten, was auch ein geiles Haus ist in der gleichen Linie, keine Frage, nur halt günstiger, weil es eine andere Lage hatte, das haben wir dann irgendwann gekauft. Und dann haben wir angefangen, wollten wir es ein bisschen schöner machen. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was, lass es uns doch einfach richtig geil machen. Und dann gehe ich eines Morgens raus und der Nachbar verkauft sein Haus. Und ich sage, Schatz, ich habe eine Idee. Was wäre, wenn wir dem Nachbar sein Haus auch kaufen? Sie sagt, bist du bescheuert? Sage ich, nein. Wir kaufen dem Nachbarn sein Haus, wir kaufen unser Haus, wir reißen den Zaun ab, wir machen eine zusammen. Property draus. Lass uns, dann sagt sie, Dennis, viel zu teuer. Sag ich, ist doch egal. Lass uns doch, wir haben doch keine Eile. Wenn wir 5 Jahre brauchen, das zu bauen, ist doch egal. Lass uns doch einfach anfangen. Weil ich mittlerweile weiß, wenn ich einfach nur anfange,
Dann fügen sich Sachen. Ja, ja, ja. Da passieren die kleinen Wunder wieder. Ich kann den Handwerker sagen, hey, pass auf, die nächsten zwei Monate, wir haben uns noch nicht entschieden, wie wir die Mauer machen. Ist doch egal, dann habe ich gerade kein Geld und dann zahle ich dann. Always stay broke, ne, Grant Cardone? Ja, immer always broke, stay broke. Immer gib dein Geld aus, aber nicht für dumme Sachen, sondern Investment. Das ist Real Estate. Da kann ich doch investieren. Ja, ja, so, und jetzt überleg mal, was daraus entstanden ist. Wir haben heute diese beiden Häuser. Die sind heute, die haben einen Namen heute. Das sind Le Giraffe Maison in Dubai, okay? Aha. Weil wir eine 3,5 Meter hohe Giraffe im Garten haben. Und jeder das kennt in der Community. Jeder kennt Giraffe Maison, okay? Und wir haben heute ein Estimate von diesen, das Projekt hat heute einen Wert von 42 Millionen Dirham. So, das ist die Valuation, die wir bekommen haben. Und also umgerechnet, was ist das? Und an die 10 Millionen, ne? Euro, ja, 10 plus. 12, ja. Ja. Oder sagen wir 10 Millionen Euro, ja. 12 Millionen Dollar, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall über 3,5 Millionen mehr, als wir am Ende bezahlt haben. So, jetzt überlegt das mal. So, nur dieses Beispiel. Und wir haben jetzt, wir leben in einem Haus und im anderen Haus ist für unsere Leader, für unsere Gäste. Wir haben ein Kino gebaut, wir haben ein Spa gebaut, wir haben 4 Gästezimmer, wir haben eine Suite, die geiler ist, als wenn sie ins Ritz-Carlton gehen, bei uns zu Hause. So, wir haben ein Barbecue und einen Garten draußen, wir machen Partys, die ganze Nummer. Jetzt überleg mal, ich lade Führungskräfte ein mit ihren Führungskräften zum Dinner. Das ist alles professionell, das haben die noch nie erlebt. Und dann sagen die, fuck, das ist Next Level, da will ich dabei sein, als Beispiel. Da müssen wir mal drehen. So, und jetzt, nächste Staffel, fünfte Staffel ist dann bei dir. Da drehen wir mal. Ja, und das kann man machen. Geil, und, geil, und, geil. Und geil. Jetzt ist das so, und jetzt kommt noch der letzte Punkt. Der letzte Punkt ist noch der. Und während alle denken, das ist geil, sind wir schon wieder weiter. Wir haben gerade einen Helikopter gekauft, der wird gerade gebaut. Eine komplett neue Generation Helikopter, Jetstream, also der Jet Engine Helikopter von Hill Helicopters, der wird gebaut. Wir kaufen eine Villa in Sardinien, Costa Smeralda für den Sommer. Mhm. Und die Idee ist, dass wir mit dem Helikopter die Leute abholen und, ja, und zum Haus fliegen. Ich habe noch eine semi-professionelle Tenniskarriere gestartet vor 2 Jahren. Habe ich gesehen auf deinem Kanal, ja? Aber sieht gut aus. Tag. Ich trainiere jeden Tag, ich habe Trainer, alles. Ich bin bei Grand Slams überall dabei. Mein Ziel ist, in die Weltrangliste zu kommen, was unmöglich ist, wenn du mit 35 anfängst. Ja, eigentlich schon, ja. Ich bin so auf das Unmögliche gespannt, ich wollte es gerade sagen. Also Daniel, so, anyways. Ja, ja. Unfassbare Geschichte. Was ich dir aber lassen muss, weil du jetzt auch ein paar Zahlen rausgehauen hast und man merkt dir das aber an, du bist so sympathisch, authentisch, das kommt ja nicht, ich hau mir jetzt auf die Kacke, fast schon bodenständig, ne? Das ist fast schon eklig. Ne? Aber auf was ich hinaus will ist, das, was du dir aufgebaut hast, das waren ja jetzt, das hat man ja in der Zeit jetzt gehört, wo wir die Folgen waren, also mehrere Teile jetzt, glaube ich, das hast du dir aufgebaut mit Schweiß, mit Energie, du hast gehasselt ohne Ende. Und das ist das, was, glaube ich, auch rübergekommen ist an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du kannst alles schaffen, weil dein Mindset, wir sind da beim Recruiting-Mindset, das ist ja geisteskrank. Also so wie du denkst, dieses größer Denken, mach dich auf den Weg, Rückschläge gehören dazu, aktiver Glaube etc., das verkörperst du ja. Also Wahnsinn, ich weiß gar nicht, so die Ziele mit den 500 Millionen, das klappt so oder so. Jetzt das, was du jetzt auch nochmal rausgehauen hast, ja klar, das sind jetzt so materielle Sachen, aber auch das, was du, glaube ich, vorhin auch gesagt hast. Das ist auch wichtig. Natürlich. Ich finde es wichtig, weil es wird halt auch immer so gesagt, oh, red nicht so viel über Geld oder was auch immer. Typisch Deutschland. Mal, ganz ehrlich, das Geld ist nicht so wichtig, ne? Aber ganz knapp unter Sauerstoff. So, weil, aber also, wenn Geld nicht so wichtig ist, warum kann doch jeder 8 Stunden am Tag damit zu verdienen, weißt du? Ja, am genau Ende schon. Das ist genau das Ding. Und ich glaube, es ist wichtig und es ist auch wichtig, dass man in seinem Umfeld Leute hat, die einfach auf einem ganz anderen Level operieren. Das größte Problem ist, wenn du niemanden in deinem Umfeld hast. Wenn du der Erfolgreichste bist, falsches Umfeld. You're in trouble. Und ein geiles Ding, was ich mal gelernt habe, in dem Fall von Eric Thomas, auch ein guter Freund mittlerweile, der E.T., The Hip-Hop Preacher, geiler Typ, ja. So, und ich habe ihn nach Dubai geholt und wir waren morgens mit so einem Breakfast mit ein paar Liedern organisiert und er war halt da, so einfach casual, jogging out, Anzug, war so geil, ja. Und dann sagte so ein Satz, der war richtig Home Run. Und zwar sagte so, you can't expect your people to be hungry like you are, if they're not exposed to what you're exposed to. Auf Deutsch, du kannst nicht von deinen Leuten erwarten, dass sie so hungrig sind wie du, wenn sie nicht das Gleiche sehen und erleben, nicht den gleichen ausgesetzt sind wie du. Das heißt, was du machen musst, ist, du musst deine Leute, die das Zeug haben, nehmen und musst sie mitnehmen, musst ihnen zeigen, was du siehst, damit sie selber diesen, weißt du, ja, ich meine? Ja, ja, weil wir ärgern uns doch immer, oh, warum arbeitet mein Team nicht so wie ich? Warum sind die nicht so hungry wie ich und so weiter? Weil die ganz andere Sachen sehen. Die schauen hier und vergleichen sich dort. Genau. Du musst sie da rausnehmen und sagen, hey, guck dir mal das an, guck dir mal das an, guck dir mal das an. Und that's it. Die müssen sehen, dass es realistisch ist, dass es funktioniert. Exactly. Absolut. Und dann entsteht dieser Glaube, dann entsteht dieser Hunger. Und dann kannst du Menschen wirklich zu Bestleistung bringen. Animieren, ja, ja. Brutal.
Daniel, was soll ich sagen? Thorsten, Rakete. Ja, ich glaube, das sind jetzt. Stage was on fire. Ja, ja, ja. Im wahrsten Sinne. Wahrscheinlich noch nie gehört, ne? Aber das Stage was on fire. Definitiv. Ich würde es nur spielen. Ich hätte T-Shirts. Nein, aber also was wir auf jeden Fall machen werden, logischerweise, wir verlinken dein Instagram-Profil. Hast, glaube ich, auch über 200.000 Follower. Wir müssen uns mal ein paar Sachen noch zuspielen, Firmen etc. Wenn mal jemand sagt, okay, pass auf, würde ich ganz gerne mal anschreiben. Also wahrscheinlich antwortest du nicht sofort bei deinem Traffic, aber du hast wahrscheinlich Leute. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden natürlich alles in den Shownotes dort verlinken. Was soll ich sagen? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist trotzdem nicht selbstverständlich. Jetzt haben wir die Connection hier auch hergestellt. Wir kannten uns ja vorher nicht. Ja, deswegen also freue ich mich einfach. Thorsten, du hast das letzte Wort, wie immer. Wie immer, ja. Also wie gesagt, eigentlich können wir die Folge noch mal so lang machen, um nur auf das einzugehen, was du gesagt hast und da Brücken zu schlagen zu anderen Episoden, die wir hatten. Also im Großen und Ganzen, ich wiederhole es noch mal, es sind immer die gleichen Dinge. Ja, hier sind die Dinge, ehrlich gesagt, ein bisschen größer gewesen als in den vergangenen Folgen. Aber am Ende seht ihr, dass im Kopf alles entschieden wird und das ist mit Kleinigkeiten. Ihr müsst jetzt nicht drüber nachdenken, eine Giraffe in euren Garten zu stellen und 10 Millionen Villa zu kaufen. Aber auch geil. Die Vision sollt ihr haben, versteht mich nicht falsch. Aber so geht's ja nicht los. Der Weg beginnt im Gehen und wenn du den ersten Schritt machst, kommt der zweite, kommt der dritte und dann kommen kleine Wunder, die dich unterstützen werden. Das haben wir immer wieder. Und das Mindset hier, was er gesagt hat dazu, dass du eben anders denken musst. Nicht, ich will mich da nicht aufdrängen. Es geht mit kleinen Schritten los. Gestern Abend habe ich gehört, geh ins Bett. Habe gesagt, meine Träume haben gerade keine Zeit zum Schlafen. Ne? Und dann musst du kurz weitermachen. Plötzlich war es 6 Uhr heute Morgen oder 4:30 oder irgendwas. Ja. Das ist nicht jede Nacht so. Aber es passiert halt mal, wenn du on fire bist. Ne? Und da einfach mit reingehst. In dem Sinne will ich das letzte Wort auch gar nicht überstrapazieren. Nein. Von mir auch nochmal wirklich danke, dass du hier warst, dass du das mit uns geteilt hast. Da war ja da müssen wir ein Buch drauf schreiben, auch nur aus dieser eine Satz, ne? It's all in you, es sind immer so diese einen Sätze, die dir so viel geben, wenn du es wirklich verstehst und alles. Apropos Buch, du hast ja, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, würden wir auch verlinken, ja, wenn du Bock hast. Ja, das ist, das Buch endet kurz vor der Geschichte, die ich gerade erzählt habe mit dieser Company und dem Starbucks-Meeting. Das Buch hat vorher aufgehört. Also bis dahin ist alles genau in dem Buch drin. Oh, geil. Dann habt ihr jetzt die Fortsetzung. Genau, ihr habt jetzt quasi schon die Fortsetzung gehört. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja. Daniel, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, überragend. Wirklich, danke. Leute, bis zur nächsten Folge. Bis bald, ciao. Ciao, ciao.